Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia. Immer noch die gleiche Aufnahmesession und es macht mir immer mehr Spaß, dieses Spiel. Finde ich echt klasse. Ich kann das hier auch noch anders setzen, habe ich gerade erfahren. Mit T dreht man und kriegen wir alles hin. Mit dem Controller war das ein bisschen angenehmer zu laufen, aber vom Spielerischen finde ich es mit Maus und Tastatur besser. Wir müssen ja sowieso noch hier Sachen herstellen, und zwar für unsere Quest. Und zwar, hier brauchen wir Kupferbarren. Und wir brauchen 15 Bronzebarren. Moment, und das brauchen wir auch zweimal, ne? Den Bridgehead brauchen wir ja zweimal. Ach du Scheiße, da müssen wir noch richtig viel rausholen. Gut, was kann ich jetzt herstellen? Ich könnte schon mal anfangen, 15 Bronzebarren herzustellen. Dann kann ich mich ins Bett legen und die Zeit nutzen. Craft. Achso, wir müssen Refuel. Shit, ich habe kein Holz in der Tasche. Moment. 10. 10. Okay. Und dann können wir das hier mal nachfüllen. Muss ich wahrscheinlich confirm. 11 Stunden. 2 Stunden 30. Bronzebarren. Craft. 10. Das Maximum, weil 10 ist erstmal das Maximum. Weil ist so. Okay, wir gehen ins Bett. Wir haben nämlich keine Ausdauer mehr. Gute Nacht. Und confirm. Ding, dong, ding, dong. Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Sieht auch noch ziemlich kacke aus bei uns in der Buchse. So, jetzt werde ich mal eins probieren. Und zwar diesen Grinder. Ah, sehr schön. Das freut mich. Jetzt müsste ich mir nur noch auf Tab das Inventar legen, dann wäre ich ganz glücklich. Okay, da. Und T. Ja, warum das mit dem Controller nicht angezeigt wird, ist ja auch irgendwie fraglich. Der steht so richtig rum. Sehr schön. Ja, so sieht das doch besser aus. Sehr gut. Minias und sein Grinder. Zack. Ja, kommen wir nicht näher ran. Machen wir es so, wa? Mit meinem Aim-T-Shirt. So. So. Alles klar. So, wie viel sind von den Barren schon reich? Auf jeden Fall nicht genügend. Wir müssen auch warten, bis sie durch sind. Dann schieben wir die rüber, die stacken, das stackt, Kupfer stackt mit dem hier. Und ich warte jetzt mal, bevor ich den Rest abgebe. Genau. Also wir brauchen noch ganz viel Kram, wir müssen eigentlich noch viel mehr Kupfer holen. Ich würde sagen, dass ich mal gucke, ob ich diese Box herstellen kann. Mission. The Farmer. Genau. Konnte ich das oder hatte da wieder was gefehlt? Hat doch bestimmt was gefehlt. Die Animal Fees brauchen wir. Und wir brauchen die Blanks, deswegen brauchen wir die Säge. Und um die Säge herzustellen, müssen wir in dem Grinder mit Kupferbarren. Wir haben nur einen Kupferbarren. Genau, wir brauchen mehr Kupferbarren. Jetzt habe ich aber erstmal die hergestellt. Ach du Kacke. Okay, wir müssen Dinge tun und viele machen. Wollen wir mal bei den Lamas gucken, ob die vielleicht uns Lama-Poo geben? Die müssen wir wahrscheinlich füttern mit was. Könnte das sein? Wir sprechen mal so ein Lama an. Hey, Lama. Warte mal kurz. Call of a Lama. Warte mal. Hör mal. Hallo Liebe, kann ich dir irgendwas geben? Ach du Güte, was ist denn das da unten? Was sind denn das?
Ja, mach mal weiter. Pinke, stachelige Raupen an kleinen Fallschirmen. Ja, natürlich. Aber natürlich. Könnt ihr mal hier hinkacken, ihr Lamas, bitte? Okay, ist das möglich? Ich bräuchte nämlich eure Ausscheidungen. Kommt die Frage, ob man nur ein Furnace bauen kann? Nee, wahrscheinlich nicht. Man kann wahrscheinlich mehrere bauen, gehe ich mal davon aus. Würde Sinn machen, ne? Bei der Zeit, wie die Dinger brauchen. Moment mal, wir wollten doch sowieso was machen. Fällt mir jetzt gerade ein. Character! Wir haben nämlich Skillpunkte hier, oder? 5 Skillpunkte, siehst du wohl. Maximum Health, Power Up, Stamina. Und das sind ja die Stamina Points, ne? Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir davon mehr hätten. Oder soziale Kontakte, oder Kämpfen. Ich bin für Stamina. Ich bin für Stamina Points. Ich mach das jetzt einfach, oder? Ja. So, jetzt haben wir mehr Stamina Points. Kann das sein? 267? Mal gucken, wir geben mal die Discs ab. Oder ist das hier, wenn man sprintet? Weiß ich nicht. Merlin, Petra, warte. Guten Tag. Research. Give her 5 Data Disc. Ich habe nicht genügend. Nur 4. Okay, wir können es also in Stacks abgeben, damit die das sammeln kann. Gut zu wissen. Also. Was haben wir denn noch Missionen? Wir haben nur den Brückenkopf und den Farmer, ne, bisher. Das würde ich auch ganz gerne mal abschließen. Gut. Dann rennen wir jetzt erstmal zurück. Ne, wir haben jetzt mehr von den Punkten, ne, um Sachen zu machen. Ich glaube ja. Auf jeden Fall können wir ein Auto später herstellen, können mit dem Auto hin und her fahren. Das ist natürlich sehr spannend. Und wir müssen auch mal... Ich sammle mal ein bisschen was. Oh Gott, hier haben wir gut gerodet. Der Platz ist ja frei jetzt mittlerweile. So, wie viel hat er denn? Fuel Depleted. Ach, shit. Hätte ich mal drauf achten sollen, das war... Komm, nehmen wir den Baum. Dass wir gar kein Brennmaterial mehr im Ofen haben, damit das weitergeht. Und ich laufe hier rum und laber blöd hin und her. Naja. So. Und den Baum noch. Und den noch. So, jetzt füllen wir doch mal auf. Und bessere Werkzeuge brauchen wir noch. Und ach ja, gibt noch viel zu tun. Zoop. Refuel. So, dann kann der nämlich hier... Ein Tag dauert das noch, diese 7 Bronzebarren. Was eigentlich mit dem For Sale Shield? Können wir das irgendwie buy? Ach, da können wir... Okay. Das dauert noch ein bisschen. Wir können unser Grundstück erweitern. Alles klar, verstehe. Tja, wir bräuchten eigentlich so einen zweiten Furnace. Guck mal, es geht so viel leichter. Hätte ich das mal früher gemacht. Okay, ein Stone Tool und 10 Wood. 10 Wood haben wir. Ein Stone Tool stellen wir her. Craft, confirm, zack. Ja. Build. Nein. So, jetzt stellen wir nämlich einfach einen zweiten hier hin.
Ah, der passt da nicht mehr hin. Dann setzt man an die Ecke. So. Und dann füllen wir hier unser Holz auf. Und machen noch ein paar Bronzebarren. Haben wir denn noch Bronze einstecken? Jo. Quatsch, warte mal. 10 Bronzebarren waren das hier, ne? Und wir brauchten 15. Was brauchen wir fürs bessere Werkzeug? 3 Bronzebarren und ein Upgrade-Kit. Wir bräuchten ein Upgrade-Kit. Wie kriegen wir... From Total Tools, da können wir die kaufen. Ich glaube, wir sind aber gar nicht mehr so vermögen, ne? 87, das würde noch einmal bedeuten, einmal in den Keller. Mal 5 brauchen wir für die Quests und 2 für die Werkzeuge, richtig? Mal kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich guck nochmal. 3. 5. Also brauchen wir 10. Ich glaube, das haben wir nicht mehr. Wir können 9 machen. Kommt, dann ziehen wir die durch. Wir müssen eh nochmal in den Keller darunter. Mein Problem ist nur gerade, dass ich kaum noch Ausdauerpunkte habe. Und ich müsste 80 dafür zahlen, um da runter zu gehen. Das heißt, ich verbrauche jetzt meine Ausdauerpunkte, indem ich Holz hole. Weil man sollte ja schon mit der vollen Power darunter gehen, sonst hast du 80 Geldstücke verschwendet. Oh, nicht verschwendet, aber ausgegeben und dann kannst du nicht mehr genügend abbauen im Keller. Ist dann auch doof. Na? Müsste jetzt erstmal reichen, um dann noch den Furnace aufzupumpen. Zack. Okay, dann kann das nämlich durchbrennen. So, was besorgen wir dann noch? Kann ich noch irgendwas machen? Hatte die Farmerbox einen Ablauf? Warte mal, Missionen? The Farmer? Nee. Hatten sie nicht. Essen und Trinken füllt Stamina wieder auf. Echt? Das wäre ja super. Hier. Ja. Okay, alles klar. Dann können wir das noch nutzen. Hier noch 5 Beeren oder was das ist. Nee, die muss ich wahrscheinlich erst verkochen. Das passt da nicht rein. Wir können noch einen Saft, eine Milch trinken. Juice. Nee. 182. Soll ich die 80 ausgeben und damit runtergehen? Oder haben wir noch was zu essen? Die Beeren eventuell. Können wir die essen? Nee. Er will doch schon Gummi essen, das ist ja auch blöd. So. Was Bäume nachpflanzen? Okay, können wir probieren. Okay. Wie geht das? Damit nicht. Das ist auch... Sap ist doch nicht... Ist kein Sapling, oder? Glaube ich nicht. Ich dachte, die kommen von alleine. So, dann haben wir noch eine Datendisk. Noch ein bisschen Seil. Noch mehr Stein. Und das Holz passt nicht mehr rein. Und das passt auch nicht mehr rein. Oh, Post. Town Hall. There's a fireside meeting at 7 p.m. tonight in the Peach Plaza. Wooden Boards. Kann ich noch nicht annehmen, weil ich nicht das Zeug habe. 7 Uhr p.m.
Okay, das dauert noch ein bisschen, bis das soweit ist. Ach doch, shit. Jetzt bin ich so in der Zwickmühle, was ich jetzt in der Zeit mache. Ups. Ja, ist gut. Schlag einfach in die Luft. Ich glaube, ich verbrauche die Punkte so, bis es 7 Uhr ist. Oh, rennen jetzt alle dahin? Ich komme. Müssen wir hier irgendwo hin? Wo ist hingerannt? Wo war das nochmal? Wo muss ich nochmal hin? Ich habe nicht aufgepasst, Mist. Wo ist dieses Meeting? Ne, die gehen alle nach Hause oder was? Town Hall oder sowas hieß es, oder? War das denn nicht? Town Hall, das wäre hier oben. Ach, das war gestern. Ich hab's verpasst. Nein. Na gut. Ja, ist ja eh schon spät, ne? 19:38. Habe ich das Meeting verpasst? Naja. Dann schlage ich jetzt hier noch ein bisschen Holz. Mit den letzten Punkten. So. So, ich lege mich jetzt ins Bett. Ist eher Zeit für das Ende einer Folge. Und bis dahin dürften dann auch hier die Barren Dosh sein. 1 von 6, 1 von 9. Tag 9. Guten Morgen in unserer kargen Hütte. So. Das ist ja auch... Das ist ja der Hammer. Habe ich eventuell schon genügend Kupferbarren? 8 Stück. Glaube nicht. Ich brauchte 15, ne? Nee. Bin immer noch 3. Da sind noch 2, die durchbrennen für 6 Stunden. Ach, wie blöd. Gut, das habe ich, das lasse ich, die Aufgabe von da war, lasse ich mal da. Wir brauchen so viel. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal zum Ende der Folge an, was ich hier alles brauche. Also, den Grinder haben wir gebaut. Da brauchen wir die Kupferbahn, um die Sägeblatt zu machen. Die Stonebricks haben wir hergestellt. Wir könnten... Hardwood haben wir nicht, weil wir noch keine Werkzeuge haben. Das heißt, hieran kommen wir sowieso erst, wenn wir bessere Äxte haben. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Das heißt, an die Brücke müssen wir noch gar nicht denken. Das heißt, wir müssen uns auf Werkzeuge beschränken, beziehungsweise hier auf die Säge. Dann brauchen wir dieses Tool, da brauchen wir 250 250 Geld oder sowas für dieses Upgrade-Tool. Dann muss das hier erstmal laufen, ne? Die müssen erstmal die Barren hier durchcraften. Der muss noch 2 herstellen in 5 Stunden. Ich gehe jetzt mit meinem vollen Inventar, gehe ich jetzt nochmal in die Höhlen und baue da noch ein bisschen Material ab. Habe ich denn überhaupt noch genügend Geld? Ja, ich habe noch 80. Das passt genau für ein Material. Was ich mal gucken könnte, wäre, was hier diese, was noch an Missionen gibt. Moin. So, we need 5 classes. Können wir meines Erachtens nicht. We need 3 wooden storages.
Das kann ich herstellen. Komm, das mache ich. Da haben wir dann auf jeden Fall Geld. Ja, dann, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Und dann geht's auch weiter hier in dem Spiel, in dem wir die Boxen dann herstellen und. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.